Hallo und herzlich willkommen zu Warhammer 40k. Ja, 40.000 Armageddon. Ja, so, das wäre jetzt so eine Alternative jetzt noch zu Legions, also wenn das mal beendet ist. Ich habe jetzt schon Armello hat es geheißen, ich glaube, ne? Euch vorgestellt als Let's Test. Und jetzt werfe ich das hinterher und ich kann mich noch nicht entscheiden zwischen den beiden. Ne? Also ich finde beide schon mal gut, so was ich gesehen und gelesen habe. Ne? Und was ich so jetzt am Anfang dem Prolog gespielt habe, habe ich eigentlich bei Armello habe ich das Gefühl, ich könnte weiterspielen. Oder natürlich das hier. Das wäre so ein Spiel, Strategiespiel im Panzerkorps-Manier, aber mit der Warhammer-Lizenz. Und ja, das wäre natürlich auch was, ne? Wäre für mich beinahe sogar ein bisschen schöner erstmal noch. Weil ich mag Warhammer und ich mag den Strategiepart von Panzerkorps. Müssen wir überlegen. Oder natürlich, wir machen Disciples 3. Das ist schon in meinem letzten Test. Überlegen, ne? So, wir wollen aber jetzt gleich reingehen. Die Tutorial-Kampagne spielen wir mal, ne? Auf alle Fälle, in Armageddons System erscheint ein riesiger Space Hulk. Man glaubt, dass er unbekannt ist, aber Kommissar Jarek ist dennoch besorgt darüber und ordnet Trainingsmissionen für die Truppen der Stahllegion an, um sicher zu gehen, dass sie für den Fall der Fälle bereit sind. So, wollen wir schauen. Wir spielen. Ja, das weiß ich nicht. Das ist immer... Also Panzerkorps war schwer. Auf schwer hatte ich da echt Probleme, das in der Zeit hinzubekommen. Meistens war das Tutorial wahnsinnig leicht. Und dann ist es richtig schwer geworden. Nee, wir bleiben hierbei herausfordernd. Nee, da... Ja, ich weiß, ich spiele eigentlich immer richtig auf schwer, aber... Nur die besten Spieler. Nee, das bin ich nicht. Und für die Veteranen... Ja, nee. Nee, wir bleiben auf Herausforderung. Ja. Da haben wir vielleicht auch eine Chance, dass wir auch mal einen Goldsieg machen. Dafür machen wir rückgängig weg und den Nebel des Krieges an. Ja, ich bin der Lord-Kommandant Gedwin. Congratulations on your promotion, Commander. The Steel Legion needs more officers like yourself, especially as recruitment stations are becoming scarcer due to these cutbacks. In any case, you have been assigned north to Hive Deathmire on Armageddon Prime. Wer erzählt mir denn das? Drelzer erzählt mir was davon, dass ich auf einen total verrückten Planeten irgendwo nach Norden versetzt worden bin. Ja, was könnte ich denn dann sagen? Wie Theorie, ich dachte, alle Junge würden auf Infernus abgesetzt. Wollen wir schauen, ne? Für Ausdauerübung in den Palladiusbergen. You will soon realize ours is not to question why, Commander. Especially a lower ranking Juve officer. You and your freshly mustered battalion have been requisitioned by Sebastian Jarek from the 4th Regiment up in Deathmire, if you must know. Ja, ja. Hier sollte man nicht so viel fragen, denn wir sind ja, wir spielen ja, ne, im absoluten, ja, Warhammer-Hierarchie-Imperium. Und da führt man nur Befehle aus, ne? Wie war nochmal? Sebastian? Sebastian Jarek is an aging commissar, well regarded off-world, if the rumors at the spaceports are to be believed. Apparently, he and von Straub do not get on. But the governor allows the old paranoid commissar the odd request to keep him from interfering in other matters. And this space hulk that's appeared in system has him even more agitated and paranoid than normal. They say he's as tough as a Catachan devil, so don't mess him around. Greetings, Commander. I'll keep this short as I'm not the chatty type. You need to show me what you can do. I dislike weak leadership. It gets soldiers killed. And I consider that a waste. This thing, this Space Hulk inbound. Von Straub's fawning circle of advisors would have us believe it is uninhabited space junk, but I'm not so sure. There are many warnings of dark times ahead.
The statue of the Emperor in Hell's Reach even weeps tears of blood. I need you and your battalion battle ready. I'll leave you with Drill Sergeant Goyle. Technically you outrank him, of course, but he speaks as if my words were his. Don't disappoint me. Non-lethal ammunition against another newly mustered battalion, also led by a junior officer. According to my reports, you may know each other from your Schola Progenia days. Commander Venbar Jackson? In any case, don't let Schola ties affect your performance. Remember, you are under the Commissar's scrutiny. Ja, willkommen zu Ihrem ersten Warhammer. Zu Ihrer Mission in diesem Tutorial. Kampfgeschehen, für den auf der taktischen Karte ab. Okay. Wenn Sie mit dem Mauszeiger scrollen, ja. Sie müssen ja links. Okay. Ja, die Ladebildschirme sind so kurz. Ich komme gar nicht dazu, die zu unterbrechen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die rausschneide oder nicht. Weil die sind so kurz, die Ladebildschirme. Wenn ich dann nämlich drauf drücke, ne, dann so schnell kann ich gar nicht wieder auf normal drücken, dann macht er irgendwelchen Blödsinn. Wie jetzt. Zum Beispiel steht dann jetzt oben die FPS-Zahl in Rot dran. Werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber mich irritiert es. Ich muss nochmal raus. So, hier bin ich wieder. Ich denke mal, dass ich die Taste, wo ich es drauf habe, meine Ein- und Ausschaltfunktion, ich denke, dass die sich überschneidet mit einer Taste vom Spiel hier. Vielleicht mit Rauszoom-Taste. Könnte natürlich sein. Ist nicht so schön. Ich kann hier keine Tasten irgendwie einstellen. So, wir hätten hier im Angebot einmal einen... Rechtsklick geht. Einen Sentinel. Der eine Laserkanone hat der anscheinend, ne? Und kann 1-3 weit. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Durchschlagskraft. 20%. Okay. Angriffsstärke. Genauigkeit 100%. Genauigkeit pro Feld nimmt sie ab jeweils 10%. Wir schießen trotzdem oft von hinten. Was haben wir hier noch? Bewegung kann der 5 weit nach vorne. Sichtweite hat er 4. Was haben wir hier noch? Genauigkeit im Nahen, im Fernkampf. Angriff ist ja genauer, ne? Das ist guten Initiative wert. Was ist eigentlich das hier? Die Moral. Ah, die Moral ist hier wichtig. Die gab es bei Panzerkorps nicht. Das finde ich hier ein Tick schöner. Dass man hier noch auf Moral achten muss. Wir werden erstmal die hier in dem Haus, würde ich sagen, ne? Weil das sind ja unsere Punkte hier. Wir schauen mal kurz auf die taktische Karte, wenn ich die finde. Ach, hier. Und ja, im Grunde braucht man nicht viel zu machen, sondern einfach nur uns die Straße entlang zu bewegen beim ersten Mal, ne? Und die einzelnen Punkte hier einzunehmen. Okay. Das ist noch... Das ist eigentlich machbar. So, wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehe ich ja auch. Ja, sehe ich alles. Ja, dann schieß, bitteschön. Danke. So, wer kann jetzt noch von weiter weg schießen? Du, ne? Mein Freund. Jips. Und dann? Schaffst du alle? Bah, nicht ganz. Schade eigentlich. Aber du bist doch auch noch hier. Wartet mal, dann geh du hier hin. Ach. Wen hast du denn hier gesichtet? Naja. Was? Mist. Du kannst 1-2 weit, aber dann... Ah. Dann... Im Grunde ist er egal. Er hat uns nichts weggeschossen, ne? Ist er noch 30... Sag mal, wo sieht man denn eigentlich, ob das jetzt 30 von 30 sind? Ach, hier. Okay, danke. Sieht man aber nicht hier außen, ne? Ne, müssen wir immer rein. Okay, gut. So, ich würde sagen, wir rücken hier mal rein. Glückwunsch. Ja, ist ja gut. Wir haben die erste Siegpunkte.
Punkt Mission genommen. Wir gehen mal mit denen. Ja, man weiß nicht, wo die herkommen, ne? Nehmen wir vielleicht mal den und setzen ihn. Ich mache aber auch mit denen zu weit vor. Hier sind bestimmt. Was? 4 Felder kannst du sehen. 1, 2, 3, 4. Dann würdest du ja hier sehen, dass hier nichts ist, oder? 4 Felder weit, oder? Ist doch seine Sicht. Sichtradius 4. 1, 2, 3, 4. Dann würdest du hier nicht. Warte mal, ich gehe mal trotzdem. 1, 2, 3, 4. Ja. Geh mal hier hin. Verdammt, ich bin zu weit vorgeeilt. Schade. Dann gehen wir hier dahinter. Ja, ja. Gut. Ich glaube, die sind. Das sieht man hier dran, ob die alle bewegt sind. Ja, dann. Runde enden. Wo ist das? Ach, da. Na dann. Auf geht's. Ja, wir speichern automatisch. Das ist nett. Das ist nett. Ja, wir haben aber noch alle, ne? Der hat. Eigentlich hat er nichts gemacht. Sag mal, dieser Taurus hier. Wie weit. Ach, der kann nur 1. Ah. Vielleicht, was hat denn der aber für eine Sichtweite? Nur mal als Gag 4. Hatte der uns hier unten nicht gesehen? Doch, müsste er ja eigentlich. Ja, dann schießen wir hier gleich. Danke. Und dann könntest du da oben. Was, sie können die Gegner schon angreifen? Aber die Sichtlinie wird teilweise vom Gelände verdeckt. Ach so. Er macht nichts. Perfekt. Gelöst. So, was macht ihr da? Was? Befinden sich in Reichweite, aber sie können. Ja, wir wissen es ja. Ja, die Gebäude hier stehen davor. Das ist auch was, was bei Panzerkorps nicht ist. Wir könnten jetzt die natürlich umgehen hier. Ne? 3 weit. Oder hier hin. Oh! Naja. Naja. Sind, glaube ich, ein bisschen zu weit vorgestürmt schon. Was soll's. Was die Moral ist bei 90. Geht doch noch. Ist doch noch in Ordnung. 90 ist perfekt. So, was ist mit euch? 100 Moral. 7. Komm, wir gehen in das Haus hier rein. Sind wir vielleicht besser geschützt. Perfekt, gelöst. So, und wohin gehen wir mit denen? Ich würde sagen, wir gehen hier hin und verstecken unsere hier dahinter. Und dann haben wir doch wieder alle geruckt, oder? Oder? Haben wir jemanden vergessen? Nee. Los geht's. Wollen wir mal schauen, was der jetzt macht hier. Gar nichts. 3 von 10 Runden. Okay, das ist machbar. Also du kannst erstmal nicht hier den angreifen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage. Hier ist bestimmt jemand. Deswegen ist vielleicht ganz gut, hier runter zu eiern. Du deckst hier immer zu jemand anderen auf. Merkst du das überhaupt? Aber die sind hinter Bergen, ne? Da kommen wir eh nicht dran, so richtig. Ich würde sagen, warte mal, wenn du jetzt hier hingehst, ist er dann hinter dem Berg oder nicht? Geh mal nicht das Risiko ein. Und hauen den lieber von hier zu Brei. So, was ist jetzt mit euch? Du könntest den sogar schon angreifen. Aber dann preschst du ziemlich weit vor. Was sind denn das hier? Miliz ist es eigentlich nur, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier. Und du gehst hier hin. Und du gehst hier hin.
Und ich glaube, das war's. So, weiter geht's. Aha. Die interessieren sich auch nicht richtig für uns. Was habt denn ihr überhaupt für eine Sichtweite? Ach, eins! Ah, dann können die uns ja gar nicht sehen. Die haben ja gar keine Chance. Keine Chance. So, dann geh mal hier hin. Hau ihnen einen Schuss vorm Bug. Du geh... Was haben die? Aber die können auch nur eins weit schießen. Ja, dann geh mal hier hin. Okay. So, ihr geht mal hier hin. Sag mal, haben die auch Munition? Ich glaube, doch, eins. Ah, die haben nur noch eine Munition. Schade. Was mit dir? Du hast auch nur noch eine Munition, oder? Ist doch Munition. Anzahl der Schüsse? Oder heißt es Anzahl der Schüsse einen? Oder heißt es, die haben jetzt nur noch ein... Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Ne, die haben alle nur eine. Ne, die hat zwei. Was, die haben jetzt... Was, zwei? Anzahl der Schüsse 2. Komisch. Warte mal, jetzt schauen wir es ja. Jetzt sehen wir es ja. Na? Habt ihr jetzt nur noch ein... Ne, jetzt haben sie immer noch 2. Ist doch sehr merkwürdig. Anzahl der Schüsse 2. Was soll denn das bedeuten? Aber es scheint auf alle Fälle... Das ist... Aber die haben keine Deckung. Das scheint auf alle... Oh, das ist aber besser wie Panzerkorps gelöst. Ist ein bisschen strategischer noch, kann man hier vorgehen. Aber was ich nicht schön finde, ist, dass die unendlich Munition haben hier. Das ist schade. Leicht schade. Leicht schade. Na gut. Wen haben wir noch? Einen haben wir noch zu rucken. Hier. Du kannst 1 bis 2 schießen. Hm. Naja. Oh, du bist auch ein bisschen besser. Wartet mal, ich gehe mal hier runter. Vielleicht sehen wir noch was, aber anscheinend nicht. Bisher haben wir ja noch keinen Mann verloren. Ne? Aber ich denke, die haben auch wieder nur eine Sichtweite. Mhm. Ja, an die kommen wir natürlich jetzt schlecht ran, weil die sind hier, ne? Könnten hier von oben ran. Jo. Ja, aber dann hat er uns, ne? Wenn wir von hier hin rangehen. Ah, ah. Funktioniert, ne? Dann sind wir durch das hier. Hm, na gut. Ja, dann könnten wir jetzt noch mit dem, aber das will ich jetzt erstmal gar nicht. Du kannst ja die auch nicht aufs Korn nehmen, nee. Wartet mal. Wir gehen mit die... Was habt ihr nochmal für eine Sichtweite? 2. 2 ist wenig. Warte mal, dann geh du mal runter und klär mal ein bisschen auf die Sachlage hier. Es ist anscheinend wirklich keiner mehr da. Das ist der letzte Husten, hätte ich beinahe gesagt. Dann könntest du... Ja, kannst trotzdem nicht... Nee, dann geh mal nicht so weit. Ich weiß, du kannst noch nicht. Dann könntest du hier rein. Hättest ein paar Verluste, ne? Wollen wir die hier nehmen? Ach, lass mal die mal feuern. Wollen wir schauen, was dann passiert. Was ist denn eigentlich? Du hast jetzt 40% Deckung. Ist doch nicht schlecht. Wollen wir schauen, ob der feuert überhaupt, ne? Wie viel haben wir überhaupt noch? Runde 5 von 10. Haben eigentlich noch einiges an Runden übrig, ne? Ach, der macht... Warum macht denn der nichts? Weil es Tutorial ist? Ich hoffe es mal. So, jetzt aber. Wumm. Und... Wumm. Oh, weiß ich nicht. Ja, der schießt zurück, ne? Ne, will ich nicht. Ich will nicht, dass der zurückschießt. So, du gehst hier rüber. Warte mal, wir schießen erstmal mit dem. Haben wir unsere ersten Verluste. Ne? Unsere ersten Verluste.
Ja, nee, wir bleiben hier. Nächste Runde. Nee, der schießt tatsächlich nicht. So, dann. Tschüss, mein Freund. Tut mir leid. Wolltest ja nicht. Jo, dann hätten wir es, ne? Glaub, das war's. Sieg! Fortfahren. As the Commissar ordered, I've been monitoring your maneuvers. And that was sloppy. You'll need to perform better to face the horrors I have witnessed. Believe me, boy, the Xenos covered every Imperial world. And it's up to the Imperial Guard to stop them. Don't listen to the fairy tales. The Space Marines are all but a myth. They won't be about to save your backside when there's an orc breathing down it. Greetings, citizens of Armageddon. You may have heard rumors that a large deposit of Intersector space debris is floating towards our home. It is true that over the next few days the sky will darken as this phenomenon, designated by the Air Marshal as Alveus Alpha Alpha Sextus, gets closer. But there is no need to panic. I can assure you, this wreck is uninhabited, and I intend to claim salvage rights for the people of Armageddon. Who knows what treasures, what precious archaeotech lie hidden within? This will benefit us all, so stay calm, don't panic, and keep paying those guild taxes. Oh yes, and bless the Emperor! We take to the jungles. I need to see how your battalion performs in dangerous environmental conditions. So make sure those gas masks are on tight. It won't be all desert plains, boy. You'll have to fight through canyons of fire, acid rivers, burning winds, toxic rains, and trudge through vast patches of gropeweed or Hell's Reach monster, a vile plant. And that's just here in Armageddon. As with the previous mission, you'll be facing Jackson's battalion. I expect you to show him no mercy. When I fought the Eldor and Orgil VX, they were pitiless killers. And so should you be too, if we are to face the Xenos and survive. Just got word from that paranoid old dog of a Commissar. We'll be facing you for the rest of our posting at this crap hole of a hive. You got lucky on that first exercise. But just like at the Schola, I'm going to teach you a few lessons of my own. See you in the jungle, Commander. Jo. Jo. Wieso waren unsere... Warum waren wir schlecht? Der hat uns total schlecht gemacht, oder? Sagt ihr dazu, warum gar nicht so schlecht? Wen haben wir denn? Wir haben unsere Star-Legion. Da haben wir schon ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt mit der Einheit. Wie können wir die eigentlich auch umbenennen? Und noch eine Star-Legion Anti-Tank. Und unsere zwei Sentinel. Jo. Sag mal, können wir die umbenennen? Tatsächlich. Mir fällt jetzt nichts ein. Ne? Sentinel, ja, nee, das mache ich dann andermal. Sentinel, ja. Bataillon oder, ja, oder Einheit. Oder Bataillon 1 oder so. Ne? Ja, okay, also kann man umbenennen. Das ist schon mal gut. Dann könnte ich das so zwischen mal machen. Aber bei Tutorial-Missionen ja nicht unbedingt, oder? Weiß ich nicht. Brauchen wir es nicht, oder? Ich denke nicht. Jetzt, wir sollten uns vielleicht erstmal die strategische Karte... Wir sind jetzt im Sumpf unterwegs. Ja, im Endeffekt ist da nicht viel Strategie dabei, ne? Wir schleichen uns vielleicht mit
kommt drauf an, was wir noch in Betto haben. Hier haben wir noch 2 Artillerieeinheiten. Ich würde sagen, wir schlagen uns mit einer, oder wir gehen mit einer Artillerieeinheit hier rüber, mit der anderen hier runter und versuchen dann, uns gegenseitig zu helfen. Irgendwie so in der Art. Ne? Alle brauchen wir noch nicht groß strategisch zu denken, sondern nehmen mal den und setzen den hier oben hin. Ja, ja, ja. Und unsere Anti-Tank setzen wir mal hier unten hin. Unseren anderen Sentinel auch. Den hier auch. Und den hätte ich gern hier oben. So, und damit Aufstellung beenden. Aha, 12 Runden Zeit hätten wir in dieser Mission. Und da steht schon einer. Was ist denn das? Ein Tarantula Fire Support. Unterstützungsfeuer. Der kann 1 bis 3. Wow. Der kann nicht schlecht. Der kann ja genauso gut wie wir. Aber bevor wir uns dem hier nähern, der hat bestimmt 3. 3, 1, 2, 3. Das sieht uns noch nicht. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um den. Oder wartet mal, wir haben ja hier Artillerie. Ja, ja, ja. So, Artillerie. Oh, halt, hier haben wir ja noch viel mehr. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den, ihre Artillerie hier, 2 bis 3. Und das ist nicht ohne, was dir so der Angriffsstärke 35, ne? Was haben wir hier noch? Achso, das würde so ein Flammenwerfer. Nee. Nee, als erstes mal um Artillerie kümmern. Das ist klar. Denn die gibt nämlich Unterstützungsfeuer. Ich würde sagen, wir hauen den mit dem hier kaputt. So, dann könnten wir hier schon mal, ne? Und jetzt, wir haben noch eine Artillerie. Ich würde sagen, da hauen wir mal eher hier rein. Die hat eine vollkommen weggehauen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber danke. Ja, dann. Dann sieht ja die Sachlage. Schon ganz anders aus, ne? Hier haben wir den. Der sieht den, ne? Ja, das ist blöd. Wenn wir den jetzt hier hinstellen, wäre es Selbstmord, ne? Sehe ich ein. Ja, dann musst du hier. Ah, du kannst nur 4. Sag mal, wieso hast du eigentlich 29? Habt ihr keine 30 eigentlich? Hätte ich da irgendwas noch reparieren müssen? Wahrscheinlich, ne? Kann ich hier was reparieren? Anscheinend nicht. Kann nichts reparieren, ne? Hätte ich das vorhin machen müssen? Oder kommt das erst noch in der Tutorial-Phase? Wir gehen mal ein Stück näher. Na, dann ist die Zielgenauigkeit höher. So, dann können wir uns eigentlich... Ja, es kommt jetzt drauf an, was hier noch so rumsteht. Wir gehen mal ganz vorsichtig nach vorne. Okay. Das scheint in Ordnung zu sein. Halt, da ist jemand. Der kann uns aber noch nicht sehen, Gott sei Dank. So, und du, mein Freund, ja, noch nicht, ne? Ja, du müsstest das eigentlich hier alleine schaffen. Pass auf, dann nimm mal das hier ein, oder? Das gehört uns doch noch gar nicht. Okay. Schon mal gut. Ja, und du, mein Freund, ich möchte noch nicht zu weit vor. Ich traue dem Frieden hier nicht. Und dich, wie weit kannst du? 5! Das ist ja ewig weit. 5! Na warte mal, dann können wir ja... 5, dann können wir ja hier hin. 5? Müssen wir doch schaffen hier. Eigentlich? 5?
Sieht gut aus. Ungefähr. Mitten im Dschungel, ne? So, ich glaube, das war's. Okay, zweiter Zug. Ja, was kannst denn du jetzt hier? Du haust doch den weg hier. Boah, die Artillerie ist hier ja... Also die Arena, die haut hier richtig rein. Boom. So, dann kannst du weiter aufklären. Du AT&T-Läufer, oder wie heißen die bei Star Wars? Aha, hier oben ist einer. Was ist denn das für einer? Einfach nur Militia mit normalen Pistolen. Ausgestattet. Jo, nee, da haben wir kein Problem mit. So, du gehst wieder runter. Ja, kannst erstmal hier hin. So, und wir schauen jetzt aber trotzdem noch, was hier ist. Aber wir gehen nicht zu weit vor. Jups, da ist wieder Militia. Geh mal hier runter. Du gehst schon mal weiter nach vorne. Vielleicht so hier hin. Und du könntest eigentlich hier... ja, die Frage ist, kannst du auch schießen, nachdem du gezogen hast? Das ist natürlich die große Preisfrage jetzt, ne? Wissen wir nicht. Was ist denn mit dir eigentlich? Ach, du kannst schon schießen. Warte mal. Da habe ich nichts dagegen. Mach nur. Okay, so. Was macht jetzt unsere... Ja, die kann. Wumm. Okay. Und du... Wumm. Okay. Und wer kann den Rest geben? Keiner. Ja, dann nicht. So, und was macht ihr? Perfekt gelöst. Und du gehst mal, damit du schon ein bisschen aufklärst, hier. Und dann, ja, über den Fluss kommen wir wahrscheinlich nicht. Nee, dann... Das habe ich natürlich vorher nicht bedacht. Dann eher anders. Dann gehen wir mit beiden Einheiten hier drauf und arbeiten uns dann nach unten vor. Wäre so der große Plan vielleicht, ne? Ja, die kommen nicht weit, ne? Ich ziehe die schon mal ein bisschen weiter vor, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier nichts ist. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt nicht schon ein bisschen zu weit vorgezogen habe. Ja, mit dem bleibe ich da stehen. Mit dem bleibe ich mal da stehen. Und du, mein Freund, ja, bleibst auch da stehen. I didn't see you in the officer's message. Were you avoiding Jackson? He was holding court, saying that Yarrick has lost it. That the Commissar doesn't want us sharing in the rewards the Governor's explorators will find on the Space Hulk. I must admit, it's an exciting time. We could all do with a few extra creds in our pockets. Ich denke, wir sind auf einer Trainingsmission. Wir sind noch nicht auf dem... Oder kommt es jetzt darauf an, wer die Mission bekommt zum Space Hulk? Ich habe das jetzt nicht ganz so mitbekommen. Space Hulk? Gab es da nicht mal ein Spiel, das Space Hulk geheißen hatte? So, weiter geht's. Wir nehmen den jetzt mal den Rest und schauen schon mal ein kleines bisschen weiter vor. Oh. Ey. 2 bis 3. Ich glaube, ich habe mich zu weit vorgewagt. Ja. Eindeutig. Was hast du für eine Sichtweite? 1. 1 ist gut und du? 1. Also ihr seht mich eventuell noch nicht. Ihr seht mich eventuell noch nicht. Der kann noch nicht angreifen, leider. Aber der... 1, 2, 3, 4, 5... Manche Bauwerker, wie etwa Schützengräben, befestigt sind dafür gegnerische Standsäulen. Über dem normalen Deckungswert der Gewehren sind Einheiten Unterschlupf, Verteidigungsbonus. Hm, okay, verstehe ich. Ja, trotzdem müssen wir ja schießen, ne? So,
Dann, ja, wie gesagt, dann gehen wir hier weiter vor. Wir kommen sehr spärlich hier voran, aber wir kommen voran. Wie viel haben wir da eigentlich noch? Wie viel haben wir eigentlich noch Züge frei? 5 von 12? Oh, oh, geht noch. Aber hier gibt es gar keine Gold- oder Silberwertung oder so, ne? Bei Banzerkorps war immer, Beispiel, wenn man in 10 oder in 7 von 12 Runden das geschafft hat, dann hat man so einen Bonus noch bekommen, ne? Weiß ich nicht, ob es das hier auch gibt. So, wir haben... Passt auf, wir stellen uns mal ganz gefährlich hier hin. Hauen den hier schon mal weg. Hauen mit dem den schon mal an. Gehen hier schon mal rein. Wumm. Und wo ist unser nächster? Ach, da. Jo, stellen wir uns in die Befestigung? Rein. Das ist doch blöd. Wenn ich mich in die Befestigung reinstelle, habe ich dann mehr Deckung? Deckung 50. Tja, ist doch doof, oder? Ein bisschen. Was habt denn ihr für Deckung hier? Moral, Deckung 50. Aha. Ja, dann machst du hier kurz einen Prozess, ne? Und tschüss, mein Freund. Ja, meistens sind aber, wie gesagt, die Tutorial-Missionen etwas leichter, deswegen bin mir noch nicht ganz so sicher. Ob das dann auch bei den normalen Missionen so einfach geht wie jetzt. Na, wir haben ja noch ein paar Missionen, wahrscheinlich Tutorial-Missionen vor uns. Obwohl, das wird jetzt erstmal unsere letzte sein für diese Folge. Und jetzt müssen wir noch nach unten, ne? Also, Zug beenden. So, dann gehen wir mit unseren Zweibeinern nach vorne. Und dann können wir schon mal einen... Boom. Ah, der ist natürlich weit zurück. Ja, der ist ein bisschen weit zurück, sehe ich ein. Was ist mit euch? Ihr habt auch nur Reichweite 1 bis 2. 1, 2... Ne, 1, 2, 3, oder? Hoffe ich mal. Jawohl, könntest du doch schon... Oder? Macht ihr doch schon hier kurzen Prozess. So, du kannst hier rein. Haben wir schon mal einen eingenommen, einen Siegpunkt. Zieh mal hier runter. Und ich glaube, das war's. Nee, halt, das war's noch nicht ganz. Jawohl, doch. Doch, doch. Ja, das war's ja. Komm, geh rein. So, das war's. Ja, jetzt ist die Frage, ne, wie mache ich dann weiter? na, ich mache erstmal jetzt nicht weiter, ich mache mal Schluss. Ciao, ciao.